Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Dieses Video kann wirklich Geschichte schreiben, weil technisch gesehen müssten wir in diesem Video die höchste Fahrdistanz schaffen, die wir jemals in diesem Auto gemacht haben. Weil wir lernen ja dazu und arbeiten uns aus unserem schwedischen Dilemma heraus. Wir haben das Spritsystem ja drin gehabt, das haben wir uns im letzten Video angeguckt. Das war wirklich Horror. Ich kann es auch noch mal eben so kurz demonstrieren hier. Das da, ja. Damit haben wir die Leistung auch schon vorher gemacht. Wir haben, glaube ich, das höchste war 874 PS oder sowas. Und dann hier oben so, die Leitung, die zu Rail geht, haben wir dann so zugeklebt, weil wir gedacht haben, das darf ja nicht offen sein, weil sonst riecht doof. Dieses Auto darf sich jetzt nicht erschrecken, denn es ist wieder Radiumzeit. Und bei Radiumzeit sind wir alle sehr, sehr, sehr gut gelaunt und sehr gut gestimmt, weil es ist... Wie so eine Apple-Keynote immer. Hammer, ne? This is so wonderful. Es hat wirklich den Flair, auch bevor du auspackst, dass du dich wirklich freust, weil du weißt, gleich wird's geil. Deswegen mache ich es auch nicht wie sonst, sondern ich hole jetzt ein Messer und werde das fein säuberlich öffnen. Sekunde. Und auch wenn man so ganz in Ruhe mal drüber nachdenkt, verantwortungstechnisch, du hast so ein Auto, du baust das um. Und wenn so ein Auto serienmäßig gefertigt ist, sind alle Leitungen exakt auf Maß gefertigt, die sind auf Dichtigkeit geprüft, auf alles. Und dann kommst du als Tuner und fummelst rum und baust in diesem Motorraum halt einfach alles um, was man irgendwie umbauen kann. Ne? Von Ansaugbrücke, Lader, Krümmer, Leitung, wo die sind, Kabelbaum, Fuel Rail. Und du führst eine Flüssigkeit, und Flüssigkeit mag überall gerne durchkommen, vorne in diesen heißen Motorraum rein, damit das dann mehr Leistung produziert. Und das haben wir halt auf die Art und Weise gemacht, wie es vorher war. Gott sei Dank ist er noch hier. Er wäre auch, wenn es tief gegangen wäre, wäre er auch schwarz, nur löcheriger und wäre abgebrannt. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, was wir jetzt reinmachen. Hier fehlen noch ein, zwei Teile, die kommen aber morgen. Das sind die auch jetzt schon gekommen. Denn die Fuel Rail selbst, wo die Einspritzdüsen reinkommen, die wird nochmal gewechselt. Aber ich will auch gar nicht jetzt zu doll hier drauf eingehen, weil ich will die Zeit nicht verplempern von eurer Aufmerksamkeitsspanne. Weil wir wollen nämlich fahren. Trotzdem muss ich das separat mal zeigen. Und ich sag's, wie es ist. Am Anfang haben wir noch bei dem 35er GTR haben wir das zum großen Teil gesponsert bekommen. Und hier ist Folgendes passiert. Ich habe mich so verknallt, ich kriege einen Händlerrabatt, ne? Also, aber normalen, kein extra, ich kriege einen Händlerrabatt und will es einfach jetzt haben. Ich habe mich quasi selbst beinfluenced. Also. Pretty much the same. Hammer, ne? Hier so. Zu dem. Ist die jetzt einfach nur besser verarbeitet oder kann die auch mehr? Das pumpt noch nicht. Das ist jetzt nur der Hänger, der in den Tank kommt. Aber halt wichtiger Punkt ist, diese Fläche muss schön abdichten. Und diese Teile hier, was ja bei Radium so geil ist, die können sich ja drehen und trotzdem sind sie dicht. Ne? Das ist ja da schon gar nicht wirklich möglich. Beim Montieren halt auch ein Riesending. Und der Sprit bleibt wirklich im Tank. Und du förderst ihn separat raus. Und es läuft nicht über, es läuft nichts daneben, sondern das ist das, was er als erstes wirklich macht. Dann haben wir hier schon mal den Universellkabelbaum für die einzelnen Benzinpumpen. Hier nochmal ein paar Anschlüsse. Dann haben wir hier die Leitung vorgefertigt mit den Anschlüssen. Mit so einer feuerresistenten Ummantelung. Passend für den Supra. Das hier könnte sein Return Line, glaube ich. Aber unterm Auto, wenn du eine neue Leitung hast, brauchst du ja auch so neue Halter. Und hier gehen dann die Leitungen durch. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange anhält, dass ich dieselben Sachen immer noch so geil... Ne, das hier liegt dann hier so drin und wird dann geführt unterm Auto. Und davon haben wir vier Stück. Dann haben wir hier noch ein paar Halter, wenn wir hochkommen, Richtung Motorraum. Dann haben wir hier genau Relais, Verkabelung für die Pumpen. Für die Pumpe? Nee, das müssen wir. Weil die Pumpen sind okay, wir nehmen die Pumpen, die wir haben. Genau, Benzindruckregler fehlt. Wie ist das so zulassungstechnisch? Ist das irgendwie relevant für eine Zulassung? Oder ist das egal, gibt es dafür keine Regelung? Das habe ich mal sogar von jemandem aus einem Supra-Forum gehört. Das war so, dass das, glaube ich, keine Relevanz hat. Dass das nicht eintreibungspflichtig ist. Es ist nicht leistungssteigernd an sich. Also das an sich macht keine Leistungssteigerung und wird, glaube ich, gehandhabt wie ein Reparaturteil. Weil ich gedacht habe, ich meine, es ist ja sicher voll, ne? Aber so ist es manchmal. Also ich will mich nicht drauf festnageln, aber so habe ich das mal gehört, dass das keine große Relevanz hat. Oder sollen wir Ingen einmal fragen? Ja, ich frage ihn mal. Weil das finde ich interessant, weil ob das so eine Grauzone ist wie Getriebe und sowas. Hi, grüß dich. Hi, hast du einen kleinen Moment für mich? Ja, klar. Ich habe eine kleine technische Frage. Wenn man bei einem Auto die Benzinleitung wechselt und den Halter für die Benzinpumpe in dem Tank und die Fuel Rail, aber die Einspritzdüsen würden die gleichen bleiben, also ich würde nur die Leitung wechseln und diesen Hänger und die Pumpen sind auch die gleichen. Muss ich das eintragen? Nein, wenn die Leitungen spritfest sind und der Durchmesser sich nicht verändert, damit sich die Drücke nicht verändern, ja, also da ist ein Benzindruckregler bei und der Benzindruck wäre dann wieder identisch. Ja, kein Thema. Weil die Leitungen sind ja nicht gleich groß. Nee, aber durch den Benzindruckregler machst du den Druck ja wieder runter. Okay, danke sehr. Bitte, tschüss. Ciao. Ja, was meinte ich?
dass das nicht eintragungsfähig wirklich ist. Und ich sag dir ganz klar, das hier ist auf jeden Fall feuerresistent, auch vor allen Dingen im Vergleich zu vielen Serienleitungen. Es gibt viele aus, die haben diese Hartleitung als Metallleitung, ne? Das gibt es auf jeden Fall auch. Aber das letzte Stück ist dann wieder meistens Gummi und meistens irgendwelche Kunststoffleitungen, die nach oben kommen. Also, das Ganze kommt jetzt rein. Pumpen werden wir die nehmen, die dort drin sind. Nein, die waren zu schwach, ne? Akens, was war nochmal pumpentechnisch das Problem beim Super? Genau, aber die Pumpe an sich hat nicht richtig krass gefördert, also war nicht. Aber nur weil sie nicht in der Position war, weil genau, weil wenn die so schräg drin hängt oder so. Genau, aber die Pumpe an sich reichen ja. Genau. So war das nämlich. Hat dann Luft gezogen, je nachdem, wie du gefahren bist auch, ne? Ja, willst du mal gucken, guck mal. Weiß er recht, wie es aussah, was drin war? Ja, das ist schon schön. Guck mal auch, wie das hier so beschriftet ist. Du musst ja nichts suchen. Nein, einfach nur anschließen. Guck mal hier, die können sich auch drehen und sind dicht. Total, ne? Und sind dicht, ja. Das ist schön bei Kraftstoff, das ist schön. Nee, ist echt so. Weil was man oft vergisst, ist, dass im Tank ein extremer Druck herrscht. Ja. Das heißt, wenn diese Dichtung, deswegen spreche ich die hier so an, manchmal gibt es manche beim 350Z, wenn du einmal die Pumpe draußen hattest und dieser Dichtring kommt mit Kraftstoff in Verbindung, wartest zwei Tage, bis ein Teil kommt, willst du wieder reinbauen und willst diesen Dichtring drauf tun, dann passt der nicht mehr. So, dann hast du, aufquillt oder? Da passiert was, ja. Der wirkt gar nicht so viel größer, aber dann willst du es reinmachen, dann hast du diesen Ring, dann schraubst du fest, dann macht dieser Ring immer so plopp, plopp. Dann sitzt du eine Stunde da und versuchst, diesen da reinzufummeln. Und das hier so zu sehen, ist einfach toll. Rein damit. Gar nicht groß warten, gar nicht groß quatschen. Jetzt geht's los. Tschüss. Hey, hallo, guten Tag. Also, das Spritsystem ist drin, deswegen haben wir euch damit nicht groß belästigt. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, der noch nie geklappt hat und noch nie gut war. Wir stehen jetzt vor diesem Auto. Denkst du, wir kommen zurück? Ja, safe. Wenn der Tank voll ist, ja. Wir besitzen dieses Auto seit... Ich sage, es ist 2019, Juni. Guck mal. Lecco Mio. Das ist schon ein bisschen was her. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Wir haben dieses Auto so lange. Und das ist wirklich so eine Stand-Queen bis jetzt, muss man echt sagen. Weil wir sind nicht gefahren mit diesem Auto. Gar nicht. Muss man erstmal machen können, dass einem das nicht stört. Doch, wir sind gefahren, aber super, super wenig. Und es ging immer etwas kaputt. Ah, super. Wir gucken jetzt. Genau. Nein, wirklich, es ist so. Es ist wirklich so. Wir gucken jetzt noch einmal vorne rein und verabschieden uns von. Und wir haben ja sogar noch einen neuen Motor bekommen. Das ist ein neuer Block mit einem neuen Kopf. Neu. Und dann haben wir in den neuen Block Kloben und Keul. Und Keul reingebaut. Also, wir haben jetzt den T04, also so eine 51R, ne? Dieser fiept, also der fiept auf jeden Fall sehr laut, der Lader. Wir haben Spritsystem, Radium drin, von hinten bis vorne. Du machst bitte einmal an, wir kontrollieren noch einmal den Spritdruck bitte. Also Leerlauf. Wenn wir Leerlauf 3,5 Bar haben, dann sind wir schon mal gut. Dieses Radiumzeug macht mich krank. Guck mal bitte. Normalerweise, Werkzeug. Ganz vorsichtig drehen, kontern die Mutter. Nein. Also wir haben jetzt Motor neu, Kolbenpleuel neu, Lagerung neu, Kopfrichtung neu, Spritsystem neu, Pumpen neu, Leitung neu, Lader gebraucht, aber so gut wie neu. Ein Problem gibt's doch. Neue Semis drauf. Noch nicht gefahren. Ist schlecht. Wünsch mir Glück. Wünsch uns Glück. Ah, wir schieben bestimmt gleich wieder. Wir schieben bestimmt gleich wieder. Können wir beide fahren? So, wir haben auf dem Prüfstand, haben wir die Map ja schon mal abgestimmt. Auf 3,5 Bar mit den Düsen, allem drum und dran. Und auch dem Ladedruck, den wir jetzt haben. Wir haben aber jetzt nicht unbedingt viel Leistung, weil wir mussten abbrechen auf dem Prüfstand, weil wir ja dann rausgefunden haben, dass nur eine Benzinpumpe fördert. Somit, wie viel Leistung haben wir noch auf dem Prüfstand mit der einen Pumpe? Um die 650 PS mit der einen Pumpe, was schon echt nicht gut war, weil wir da der Benzindruck ja abfiel auf 1 Bar. Also, wir sind jetzt aber sprittechnisch auf jeden Fall sehr gut ausgestattet. Es ist dicht, es funktioniert schön. Noch nicht, also ist alles dicht. Das einmal, aber ich finde, er fährt auch anders. Er fährt viel schöner als sonst. Und ich will jetzt erstmal wirklich reinfühlen in den Super, den wir seit 5 Jahren besitzen. Ungefähr. Das ist auch böse.
Mal hat mich halt schon so gewundert, warum er so laut ist. Er ist ein bisschen lauter, als ich es kenne. Also da kommen so viele Geräusche hier aus dem Motorraum, das so kenne ich es auch nicht. Das ist ja super angsteinflößend, die Geräuschkulisse. Kurz habe ich Sprit gerochen. Ich auch. Also bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Zu gut. Aber wir fahren wenig Leistung gerade. Also theoretisch wenig Leistung. Also 650, 640 PS. Kann natürlich viel, 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 viel mehr. Aber soundmäßig ist das gerade schon ein richtig großes Kino. Also wirklich. Und ich finde auch, das macht diesen Reihen 6er aus. Aber zu der Zeit, wo er draußen war, gab es RB26 Turbo als Turbo-Reihen 6er und ein 2JZ Turbo-Reihen 6er. Jetzt, muss ich sagen, hat BMW extremst den Rang abgelaufen. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, und wir haben ja schon mal eine Abstimmung gemacht, das Thema B58 ist der Super der Neuzeit. Dieser Motor, was der kann, was da möglich ist, unglaublich. Ich meine, das hier ist immer noch einer der Götter, weil er halt einfach... Weil er halt wirklich, wirklich was... Ja, er hat halt extreme Geräuschkulissen. Dieser Klangwechsel, den verstehe ich nicht ganz. Der hat in der Last, hör mal rein, Flo. Hör mal. Aufbau. Nee, jetzt war es nicht mehr. Star Wars. Aber ich würde gerne mal auf Nummer sicher einmal nochmal anhalten. Einmal unter die Haube gucken, bitte. Ich kann es noch nicht ganz genießen. Nee, es wird nicht warm im Fußraum. Ja, ist echt warm. Noch nicht, ich bin, es ist okay gerade. Vielleicht merkt man das auch, wenn man schon ein paar Videos guckt, dann so von uns. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz hype. Die Geräusche sind ein der krassesten Turbo-Geräusche, die wir je in einem Video hatten. Aber ich sitze noch so. Irgendwas ist das noch... ist so schön im Watt. Ja, irgendwie kann es doch nicht sein. Hier die Rauchentwicklung ist von diesem Hitzewand. Am Kümmer, das sieht dicht aus. Die Kurbelwellenlüftung sieht auch vernünftig aus. Diese ATI-Scheibe, die gedämpfte, die läuft auch okay. Das die Eiern, das sieht immer schlimm aus, das ist aber auch okay. An den Düsen ist auch nichts mehr drin. Werbepumpe ist gut. Benzindruck machen wir nochmal auf 3,5 genau. Okay, die quant auch nichts. Ja, cool. Zu sitzen. Sieht man das doll, wie das hier so gebogen ist? Ja. Das hat wirklich Erinnerung an dieses Video. 100 Knots. Rotate. Gears lifted up. Hat Ähnlichkeit. Ich kenne es die Bauer, aber ähnlich. Ein bisschen Fieb von der Lichtmaschine haben wir. Ist schon, glaube ich, jetzt die längste Fahrt ohne jegliche Komplikationen. Mach ich auch gehört. Ich würde sagen, wir gucken aber mal, was er so sagt, ne? Das gehört damit zum Test. Ja. Welcome to Superworld. Aber ich bin gerade erstmal froh. Wir sind noch nicht angekommen. Nee, ich weiß. Ich fange an, langsam Vertrauen aufzubauen. Merke ich. Machen werden ist, die Reifen sitzen mir
die müssen chunky drauf sitzen, das weiß ich. Die sitzen mir aber einen Tick zu chunky drauf. Und zwar werden wir die BBS-Räder nochmal umschüsseln. Das heißt, die vorderen inneren Schüsseln von den die hinteren inneren Schüsseln kommen vorne drauf. Und dann kriegen wir hinten auch nochmal ein halbes Zoll. Also vorne hinten werden die Felgen nochmal ein halbes Zoll breiter nach innen. Das heißt, da ändert sich nichts vom Schleifen oder sowas. Aber der Reifen sitzt ein bisschen besser drauf, weil jetzt sitzen die ja schon sehr LKW-mäßig. Das ist cool. Das wird immer noch LKW-mäßig sein, aber jetzt ist gerade so... Okay, wir fahren mal im Tanken. Bis gleich. Wir müssen doch schieben. Aber schieben müsst ihr gleich. Alter. Folgendes Problem ist passiert. Folgendes Problem. Der Massepol ist runtergesprungen von der Batterie. Und wenn der runterspringt, weißt du, wo ich vorhin meinte, das fiebt so? Ein bisschen Fieb von der Lichtmaschine haben wir. Dann ging gerade der Massepol runter, das heißt, die Batterie war dazwischen weg und die Lichtmaschine musste alles auffangen an Versorgung. Und wenn die das machen muss, dann schafft die das bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn die Drehzahl hochgeht, plötzlich, dann bricht das Sportnetz zusammen. Was fiebt mir jetzt weg? Hm? Ja. Okay, also wir tanken aber trotzdem jetzt nach. Ich kann sehr nachvollziehen, dass man denkt, wir machen das extra mit dem Schieben. Das ist so krass. Verkühlen immer noch nicht, das ist gut. Ne, wir brennen immer noch nicht. Wir sind jetzt auch echt schon ein Stückchen unterwegs. Also es ist die längste Fahrt. Es ist die längste Fahrt, die wir hatten. Und wir haben manchmal minimale Benzingerüche, kurz. Aber sonst läuft der Bums. Das ist vielleicht, ich glaube, das ist gar nicht so schnell, aber das fühlt sich so schnell an, dadurch, dass das so das Geräusch macht. Ich glaube auch, das ist dieser Düsenjet-Style, das hier. Also dieser Aufbau ist halt echt nichts zu vergleichen, ne? Ja, aber ich will trotzdem einmal grob schätzen, was er so fährt. Aber wenn man jetzt wirklich einfach wohin fahren müsste, ne? Ist okay. Ist das okay? Finde ich auch. Und dann von der Spiegelung über der Spiegelung. Keine Spiegelung! Bruder, da ist er! Excuse me, what's the actual f***? Das läuft ja wieder. Also, was lernen wir aus diesem Video? Strom ist schon mal nicht schlecht als Sommerauto. Was auch geil ist, wir haben diesen Motor auf dem Prüfstand eingefahren, ne? Aber wir fahren mit einem nagelneuen Motor. Und der ist neu. Das ist schon ziemlich cool. Junge! Mega. Komplett crazy. Das können wir den ganzen Tag machen. Ja, ne? Einfach nur so, keine Ahnung, Puls von 100 auf 120. Wir müssen mal ein Video machen, wo wir wirklich entscheiden, wer hat den besten Sound, weil ich finde R34 ist auch krass. Es gibt so viele verschiedene Turbo-Sounds. Also für mich ist schon entschieden. Ja, ist wirklich schwer. Das ist so asozial. Mach mal Kamera nach vorne. Der Sound ist auch noch neu. Pass auf, nochmal nach vorne. Wenn man da jetzt noch ein HKS-Ventil drauf macht, ne, dann haben wir da ja auch noch mal zwei Geräusche. Man kann ja hier durchdrehen bis zum Unfall. Ich merke gerade, wir fahren richtig viel. An, wenn er das macht. Das heißt, ich denke mal, es ist eine Abstimmungssache. Aber mit dem Spritmenge, die wir jetzt haben, machen wir den Motor schon mal nicht kaputt, weil was passieren kann, ist, wenn er nicht abgestimmt mit Map durch die Gegend fährt Vollgas, dann kann es nicht kaputt gehen. Aber bei 1 Bar.
nicht, ne? Weil wenn du jetzt hier aus der 3 rausgehst. Complexion.